So sah es noch vor 3 Jahren am Neubau des Elbland-Klinikums in Riese aus. Der Grundstein wurde für ein Gebäude gelegt, das in zahlreichen Belangen ein Novum für die Region sein sollte. Gerade einmal ein Jahr später konnte dem Rohbau schon die Richtkrone aufgesetzt werden. Nicht nur die Gebäudehülle hatte in den letzten 12 Monaten Form angenommen. In den folgenden Wochen und Monaten ging es im Inneren mächtig voran. Im Juni 2019 kann der neue Bereich offiziell in Betrieb genommen werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Elbland-Kliniken, Landrat Arndt Steinbach, ist sehr zufrieden. Ja, es war heute ein sehr schönes Gefühl und wir wussten ja schon jahrelang, dass es so werden wird, weil wir wussten, dass die Gelder freigegeben sind, die Fördermittel waren akquiriert, die Planungen waren im Gange, waren beauftragt. Es waren schon Millionen investiert, bevor man etwas sehen konnte, und heute ernten wir im Grunde nur die Früchte der Arbeit von damals. Über 20 Millionen Euro investierten der Freistaat Sachsen, der Bund und die Elbland-Kliniken in den Bau und Ausstattung des Gebäudes. Ambulanz- und Notfallzentrum, Radiologie, Angiografie, 2 Linksherzkatheterlabore und die neue Dialyse sind jetzt hier beheimatet. Davon konnten sich schon zahlreiche Interessierte bei einem Tag der offenen Tür überzeugen. Auch für Staatssekretärin Regina Kraushaar ist die Inbetriebnahme ein großer Moment. Das ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass wir das Elbland-Klinikum, so wie es aufgestellt ist, an den 4 Standorten, einer mit Reha, aber der Rest ja mit Krankenhäusern, so gut unterstützen können. Weil ich finde, wir wissen schon auch, das Elbland-Klinikum hat eine ganz große Bedeutung für die Region hier. Die Bürgerinnen und Bürger müssen gut medizinisch versorgt werden und sind aus unserer Sicht hier in den allerbesten Händen. Das liegt natürlich auch daran, dass es nicht bloß eine Hülle gibt, die wir finanzieren, sondern dass es vor allen Dingen eben ganz, ganz tüchtige Krankenpflegekräfte, Ärzte, medizinische, weitere Fachkräfte und aber eben auch Küche und Labor und so weiter. Also, dass wir froh sind, dass es hier im Elbland-Klinikum ganz viele gute Mitarbeiter, gut engagierte Menschen gibt und eben die Hülle dazu passt und dass sie modern ist und dass sie zeitgemäß ist und dass es eben wirklich eine ganz moderne medizinische Versorgung für alle geben kann, vom Kleinkind bis zum älteren Menschen. Das Interesse ist groß am Neubau in Riese. Ob zum Tag der offenen Tür oder zur feierlichen Einweihung, die Gäste wollen alles wissen und bekamen die Informationen über die medizinischen Bereiche aus erster Hand. Für Vorstand Frank Oje ist der Eröffnung das Erreichen eines Zwischenziels, das in den letzten Monaten einen wesentlichen Teil seiner Arbeit bestimmt hat. Ich bin froh, dass wir jetzt die Schritte so geschafft haben. Ist ja heutzutage so ganz einfach mitbauen und dann auch tatsächlich dann auch hier einziehen. Es wird ja weiter gebaut, also die Taktzahl muss auch weiter bestehen bleiben im Haus dann. Und trotzdem, wir freuen uns, diesen Abschnitt jetzt erreicht zu haben und jetzt Notaufnahme für die Bevölkerung neu. Wenn man die alte sich noch anguckt, die neue hier, es gibt ein paar Unterschiede, das ist schon bemerkenswert. Der Neubau in Riese ist fertig, aber damit sind die Baumaßnahmen an diesem Standort der Elbland-Kliniken-Gruppe längst nicht beendet. Die nächste knifflige Aufgabe wartet schon, die Sanierung des großen Klinikumgebäudes wird jetzt in Angriff genommen.